Anduin Vrin. Komm, wir machen direkt mal noch eins hier. Komm, 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 komm. Oh Gott, psychokrank Olsen. Psychokrank, psychokrank, psycho, psycho, psychokrank. Anduin gegen Gul'dan. So, jetzt ist schon wieder offiziell. Olsen rastet hier schon wieder aus. Das Licht wird den Sieg bringen. Okay, er fängt an. Wir kriegen eine Karte mehr und die Münze. So, wollen wir das alles behalten? Gegner vernichten, Gegner vernichten. Nee, nee, wir brauchen hier mindestens Gegner vernichten. Na, einen können wir davon behalten. Göttliche Wille ist natürlich geil. Okay, wir tauschen einmal das Schattenwortschmerz. Gib uns eine Kreatur. Ja, das ist schön. So, das geht doch. Spielen wir hier Rappi den Reparator. Flammenwichtel. So, er kriegt direkt zwei Schaden. Gedanken sich, kopiert eine zufällige Karte aus der Hand eures Gegners und fügt sie eurer Hand hinzu. Ja, ist auch schön. So, wir spielen jetzt erstmal, spielen wir Rappi. Er kann uns Rappi sofort töten. Können wir nicht Schattenwort Schmerz sofort spielen? Ja, ne? Schön. Drei Angriff, das geht. Okay, dann spielen wir direkt die Münze und machen ihm seine Karte da sofort weg. Das war doch ganz gut, oder? Ich hoffe es. Ich fand's witzig. Hat jemand den Arzt gerufen? Ich bin der Arzt. Ich verarzte aber nur kleine Nagetiere. Was? Blutsumpfraptor. Moment spielen, er kann ja nicht tot machen, ne? Doch, kann er. Oh Mann, ich will nicht, dass er meine Karten tot macht gerade. Können wir nochmal den Raptor, dann machen wir das erstmal so. Ich will den doch buffern. Ich will den buffern. Weil wir wollen natürlich erstmal das Machtwort Schild drauf sprechen, dass wir ihm zuerst zwei Leben verleihen. Und dann verdoppeln wir natürlich sein Leben und ziehen aber noch eine Karte. Das heißt, wir brauchen fürs Machtwort Schild und für den göttlichen Willen brauchen wir drei Mana, okay. Die Gedankensicht machen wir irgendwann, wenn wir Mana übrig haben. Er kann sich natürlich auch Karten ziehen. Das ist natürlich nicht so geil. Okay. Spielen wir jetzt erstmal Rappi, ne? Jo. Und spielen jetzt noch das Machtwort Schild direkt drauf. Oh, wir können ihn aber richtig hochbuffen, Rappi. Wenn wir das möchten. Ich weiß nicht ganz genau, ob wir das möchten. Können wir ihm 8 und hat er 16 Leben. Rappi. Ja, gibt Schlimmeres als ein Rappi mit 16 Leben. Vielleicht ist er auch aus dem Jurassic Park ausgebrochen. Was ist eigentlich mit dieser Neuverfilmung von Jurassic Park oder Fortsetzung? Jurassic World oder so hieß das doch? Ist die jetzt eigentlich komplett abgesagt oder wurde die jetzt nur eingestellt oder so? Ich habe da mal irgendwas gehört, aber irgendwie habe ich das nicht richtig verfolgt. Da ist ja der Voodoo-Doktor, er heilt sich selber. Ja, wir haben auch den Voodoo-Doktor. Was du kannst, können wir schon lange. Okay, wir haben 1, 2, 4. Wollen wir den jetzt mal. Wollen wir da jetzt mal. Naja, ich glaube nicht. Wir casten einfach das nur mal so. Und das andere sparen wir uns auf. Wir müssen damit ja gerade nicht übertreiben. Ne? Hat jemand den Arzt gerufen? Oh, dann spielen wir noch die Gedankensicht und holen uns noch eine Karte von ihm. Was? Den Gurubashi? Die Selina hat bereits angegriffen. Och Mann. Ne, das. Haben wir jetzt das Sturmlanzenkommando geholt? Ja, ne? Cool. Sturmlanzenkommando ist nett. Nett. Ist das nett. Aber er hat mehr Karten als wir, was mich ein bisschen ankackt. Das ist immer echt das Wichtigste, ob das bei Magic ist oder ob das hier ist. Viele Karten auf der Hand zu haben, ist immer geil. Viel Karten und viel Mana, das ist das, was man braucht.
Dann gehst du ab wie Schmieds Katze, gehst du dann ab wie Schmieds Katze. Verteilst du die Popo-Schläge, aber so richtig. Ich frage Popo-Klatsche. Mich ab. Eigentlich wollten Marc und ich heute auch schon Minecraft aufnehmen. Ich habe aber irgendwie war ich heute morgen zu fertig, ey. Ich hab das morgens manchmal, dass ich dann so ein bisschen, weiß ich auch nicht, nicht ganz so gut drauf bin. Und dann ging das echt nicht klar irgendwie. Also cool, wir haben eine Klerikerin von Neutheim, die wollen wir erstmal behalten. Obwohl, der macht 4 Schaden. Verursacht 2 Schaden. Wir können seinen erstmal töten. Ich glaube, das wäre... Wäre das besser? Ich glaube, ja. Ne, wir spielen Gorobashi. Wir töten. Wir machen das erstmal so. Erstmal machen wir das so. Der Gorobashi ist nämlich cool. Den muss er jetzt nämlich erstmal töten, sonst wird sie irgendwann zu stark. Den mag ich echt gerne, den Gorobashi. Ach, guck mal, was der für große Auerchen hat. Der sieht ja aus. Schattenblitz. Frech. Der schöne Rappi mit seinen 8 Leben. Flusskroko. Der spinnt. Okay. So, wie machen wir das jetzt? Wir könnten sie spielen. Dann könnten wir das 4, 5, 6. Ah, komm, passt genau. Ist ja top. Okay, dann spielen wir zuerst sie. Spielen jetzt sie. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Aber wenn wir das auf den spielen, dann könnten wir den Kroko sofort töten. Ich glaube, das machen wir. Verdoppeln die Leben trotzdem. Und bumm. Schön. Das sieht doch schön aus. So ein 6-6er, so ein 1-6er und so ein 3-3er. Das sieht doch gut aus. Der 1-6er zieht noch Karten. So muss das sein. Eure Diener kosten 2 weniger, aber nicht weniger als einen. Oh, krass. Beschwörungsportal. Stimmt, das gab's später irgendwann, ne? Oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Da kann er jetzt aber ordentlich was raushauen, ne? Beschwörungsportal, dann eine Karte extra gezogen. Jetzt geht's hier ab, ne? Aber er hat nur noch, er hat kein Mana mehr. Gut. Gut so. Oh, heilige Nora, das kommt mir doch jetzt richtig gelegen gerade. So, dann... 2 Schaden, okay. Dann, wie machen wir das? Er macht nur 4. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Okay, der Gorobashi muss erstmal irgendwie töten. Gorobashi tötet 4, 5. Okay, dann machen wir das so. Er tötet da. Sie macht... Sofort. Hier Schaden. Ja, so. Vorwärts. Du machst da auch Schaden. Jetzt spielen wir noch. Spielen wir jetzt die heilige Nova? Nö, ich glaube nicht mehr. Die Selina hat bereits angegriffen. Obwohl wir doch, wir wollen, dass unsere ganzen Kreaturen geheilt werden, ne? Gorobashi und so. Obwohl, nee, das machen wir nicht. Das ist ja Verschwendung hier. Ich habe ein riesiges Gewehr. Bam. Haben alle angegriffen? So. Sorry. So. Ja, ob das so optimal war, ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber. Ja, ja. Hat auf jeden Fall lange gedauert. Ich bin ja halt auch hart verplant. Wie immer. Auch wieder das Beschwörungsportal, ey. Boah. Wollt mich doch veräppeln. Na, was spielt er jetzt? Er muss jetzt schon ordentliche Brummer da spielen, um uns aufzuhalten. Knappe, mir zur Seite. Ruft einen Knappen herbei. Ritter, der was? Ritter der silbernen Hand. Er ist der Knappe der silbernen Hand? Oh Gott, jetzt kackt hier irgendwas ab. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Ah, schön. So, das ist doch
ganz nett. Dann spielen wir jetzt erstmal die Heilige Nova, ne? Nee, nee, doch nicht. Wir müssen jetzt hier erstmal Damage machen, okay. Du greifst den an, damit der stirbt. Du greifst den an. Du greifst den an. Und jetzt spielen wir hier noch die Heilige Nova. Okay. So. War vielleicht nicht perfekt gemacht gerade. Wir müssen jetzt hier immer noch... Müssen wir den opfern? Oh, scheiße, wir müssen den opfern. Obwohl, wir können den Spotter spielen. Was ihr wolle! Jetzt genug Mana. Ach shit, jetzt kann ich Gurubashi gar nicht mehr heilen. Jetzt tötet er gleich Gurubashi. Wenn wir Pech haben, komm, wir machen ihn weg. Okay, gehen wir hier mal auf Nummer sicher. Wir mussten den gerade töten. Ich hoffe, er kann jetzt Gurubashi nicht töten. Das wäre nicht so cool. Das wäre nicht so cool. Werde ich Ängste, fügt einem Diener einen Schaden zu. Zieht eine Karte, wenn er dadurch vernichtet wird. Okay. Der arme Gurubashi, der wird doch jetzt bestimmt weggemacht irgendwie, oder? Der hat immerhin 12. Fügt allen anderen Charakteren einen Schaden zu. Oh. Aua, der Gurubashi ist... Alter, der hat einfach 15 Angriff, ne? Achso, er wurde wirklich nicht getötet. So, wir müssen Gurubashi jetzt erstmal heilen hier. Oder er hat 6-6. Dieses Mal gewinnt ihr. Okay, er hat schon aufgegeben. Krass, wir haben nur nicht einen Schaden wirklich auf ihn gemacht. Aber ja, durch völlige Domination kann man halt auch gewinnen. Wir prahlen hier wirklich im Glanz unseres Sieges. Nein, so sind wir ja nicht. So sind wir ja nicht. Okay. Komm. Die Priester-Nummer geht weiter. Wir müssen mal wieder ein bisschen Münzen verdienen. Aber heute gab es gar nicht so viele Quests, die wir machen konnten. Wahrscheinlich müssen wir auch die anderen Klassen freispielen. Dann kriegen wir, glaube ich, mehr Gold für. Anduin gegen Rexar. Anduin. Lass die Jagd beginnen. Das Licht wird den Sieg bringen. Richtig, das Licht. So, Gurubashi, brauchen wir den jetzt schon? Den brauchen wir jetzt noch nicht. Ich hätte viel lieber gerne die Klerikerin. Ah, den göttlichen Willen nehme ich auch. Okay, Rexy, zeig mal, was du drauf hast. Ach, da ist sie ja schon, die Klerikerin. Oh, ist das schön. Ist das schön. Aber ich glaube, wir spielen sie jetzt noch nicht, oder? Nee, wir wollen sie erst in der zweiten Runde spielen. Dann holen wir uns erstmal eine Karte. Ah, der Eisenpelz-Gritzli, hallo. Denn wir möchten auf jeden Fall das gleichzeitig mit dem göttlichen Willen zusammenspielen. Sodass sie direkt ein bisschen safe ist, die Klerikerin von Nordheim. Wer weiß, was er da auf der Hand hat. Der alte schmierige Rexa-Typ. Der Immortal. Okay, so. Das heißt, wir können jetzt die Klerikerin von Nordheim spielen. Holen uns jetzt noch die Münze. Und verdoppeln jetzt erstmal direkt ihr Leben. Bei dem Priester müssen wir natürlich da aufpassen. Wenn er dieses Schattenwort Schmerz oder Schattenwort Tod oder was wir auch immer da haben. Dann geht das ja mit maximal 3 Angriff, zerstöre die Kreatur und das wäre nicht so cool. So, wir haben schon wieder zweimal den Gurubashi auf der Hand. Auch schön. Und was spielen wir jetzt? Wir spielen auch den Eisenpelz-Gritzli. Was der kann, können wir wirklich schon lange. So, und wir greifen ihn trotzdem an. Wir haben ja den Buffer draußen. Ich hoffe nur, er macht uns jetzt nicht 3 Schaden.
Nein, er spielt mehr Spottis. Okay, die Blutelfen-Klerikerin. Okay, ist natürlich jetzt interessant, nicht so geil. Wir müssen heilen und ich muss dann Rappi spielen, leider. Gedankenkontrolle. Okay, wir spielen lieber den Frostbolzgrunzer, der auch spottet. Okay, wollen wir wieder angreifen mit unserem Klerikern von Nordheim? Heil hat die zu wenig Leben. Nee, das wollen wir nicht. Was ist das für ein Nashorn? Das Tundra-Nashorn. Nein! Lass unsere Klerikerin am Leben. Heilige Nova. Ah, das ist doch jetzt genau nach meinem Geschmack. Ah, dann hat er 2. Sie wird dann aber wieder auf 4 geheilt. Könnten wir immerhin ihn dann noch töten. Aber dann tötet er uns nächste Runde. Wir haben keinen mit Spott, ne? Mist, Mist, Mist. Okay, er macht 5 Schaden. Das heißt, wir könnten ihn hier 4, 5. Mist, Mist, Mist. Oh Gott, ich glaube, wir können sie, glaube ich, nicht überleben lassen. Okay, er kann uns nächste Runde. Ja. Er wird das nächste Runde sofort sie auf jeden Fall töten können. Ach Mist, ich kann ja sowieso nur ihn angreifen. Ja, egal, machen wir das halt. Das ist ja hier gerade nicht so geil. Hat er gut gespielt. Verhungernder Busser zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr einen Weg hier. Jo. Okay, Alter, ey. Macht dir ganz schön Go, ey. Ja, macht dir echt ganz schön Go. Ich bräuchte jetzt nochmal so ein eine Heilige Nova. Alter, kriegen wir gerade Schaden. Ach, da kommt die Heilige Nova direkt nochmal. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Haben wir irgendwas mit Ansturm? Nö, ne. Nö. Nö. Okay. Wir könnten aber, der kostet 5, das heißt, wir können noch was mit 2 spielen. Das heißt, wir spielen Rappi nochmal. Ach nein. Och, Mist. Das haben wir jetzt natürlich total versaut, ne? Das haben wir jetzt ja total versaut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, war das schlecht. Ah, machen wir es erstmal so. Oh Gott, wir kriegen jetzt richtig aufs Maul. Das war ja so richtig schlecht. Ich glaube, ich kann nicht rechnen. Olsen. 6 minus 2 macht 4, nicht 5. Oh Gott, die haben alle Ansturm, ne? Oh. Immerhin können wir jetzt noch mehr draufhauen. Oh, oh, oh. Alles klar, so. Was machen wir jetzt? Wir spielen jetzt auf jeden Fall die Heilige Nova. Aber ich würde gerne zuerst attackieren, aber er hat leider keinen mit einem Angriff. Deswegen wird uns das nichts bringen. Okay, dann spielen wir jetzt erstmal die Heilige Nova. Könnten wir ihn töten und dann ihn töten. Ein Schuss, ein Treffer. So, bam! Das war doch schon mal halbwegs annehmbar, oder? So, oh Mann, ey. Spott und Gottesschild. Sollen wir ihm die gleich mal übernehmen? Ja, ne. Machen wir gleich. Gedankenschlag, oh krass. Wir übernehmen ihm die mal, ne? Oh, klar, ey. So, das war doch ganz nett, dass er uns jetzt noch eine Kreatur geschenkt hat.
Zuverlässiger Schuss. So, wir machen uns jetzt natürlich jede Runde mal 2 Schaden. Das heißt, wir müssen uns gleich auch mal ein bisschen heilen, jedenfalls. Er macht nichts. Okay. Dann spielen wir jetzt natürlich Kurobashi, ne? Oder ihn? 2 plus 2 plus 2 können wir auch machen. Und Kurobashi können wir beides machen. Können wir beides machen. Wird ja mal besser hier. Okay. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Machen wir das doch. So, den Voodoo-Doktor spielen wir auch noch. Heilen uns. Ich werde versuchen, die Gerechtigkeit zu ziehen. War auf jeden Fall echt knapp, aber ich glaube, jetzt haben wir gewonnen. Sieht auf jeden Fall so aus. Wenn er uns jetzt nicht tötet, haben wir gewonnen. Spott-Wutanfall. Wer ist das? Der Minotaure? Der Taurenkrieger. Ach, schön. Ansturm hat er auch noch? Ach nee, doch nicht. Fass verursacht 3 Schaden. Verursacht stattdessen 5 Schaden, wenn ihr... Was? Ein Wildtier besitzt. Er ist ja kein Wildtier. Er ist ja ein Taure. Ich lass die Hunde los. Er will wohl dem Tauren hier die ganze Zeit die Wildtiersprüche geben, ne? Der arme Taure. Kann auch nichts zu, dass er so hässlich ist. Gut gekämpft. Ich ergebe mich. GG, Immortal. So, schön. Schön. Wir brauchen noch einen Sieg. Dann kriegen wir dann auch nochmal 10 extra. Momentan kriegen wir gar nichts. Das heißt, man kriegt für 3 Siege 10 Gold. Das ist ja echt nicht so viel, ne?